Zum heutigen Sonntag gibt es wieder ein Airdrop Farming Update. Einige Airdrops, die es einzusammeln gilt, als aber auch einzelne Schritte zu weiteren Airdrops zu machen, die zukünftig ausgeschüttet werden. Dementsprechend wollen wir keine Zeit verschwenden und direkt mit einem Layer 2 Netzwerk starten. Das hat seine Season 2 abgeschlossen. Und zwar ist das das Mood Netzwerk. Hier in dem Fall könnt ihr einfach auf das Dashboard gehen, dann hier auf End of Season 2 Airdrop Claim Now Button klicken und dann eure Airdrop über Hedgy einsammeln, einfach durch das Connecten eurer Wallet. Und dann könnt ihr eure Mode-Token entweder natürlich direkt staken und dadurch Optimism-Token verdienen oder natürlich auch direkt Profite realisieren und das Ganze in Stablecoins oder andere Token umwandeln. Nächster Airdrop, der jetzt claimbar ist, ist der von D-Bridge, ein weiteres Interoperabilitätsprotokoll. Hier solltet ihr sicherstellen, dass ihr das Ganze sowohl auf der EVM-Seite als auch auf der Solana-Seite checkt. Also wenn ihr hier auf die D-Bridge Foundation-Seite geht, connectet eure Wallet, wie gesagt, sowohl eure Solana-Wallets, was auch immer ihr nutzt, Soulflare, Phantom, Backpack oder was auch immer und natürlich auch eure EVM-Wallets, um dann letztendlich eure Allokation hier auf beiden Seiten zu bekommen. Was zusätzlich noch wichtig ist zu wissen, ihr braucht auf der Solana-Seite beispielsweise mindestens 0,05 Solana in der Wallet, um den Airdrop letztendlich einsammeln zu können. Dann gehen wir weiter zu dem Airdrop einer Derivate-Exchange auf dem Ton-Netzwerk, aktuell sogar der größten, und zwar Storm Trade. Storm Trade hat jetzt auch seinen Token gelauncht und man kann hier seinen Airdrop einsammeln. Das Ganze wurde beispielsweise nur auf dem Discord bei uns in der Crew kommuniziert. Ich war hier die ganze Zeit in den Vaults drin und habe hier sehr, sehr schöne Rendite verdient über die letzten Monate. Und wie gesagt, jetzt kann man seine Token nach und nach einsammeln, denn der größte Bestandteil ist hier gewestet über einen kleineren Zeitraum. Dementsprechend geht ihr einfach auf Storm Token, verbindet eure Ton Netzwerk Wallet und könnt dann hier euren Airdrop nach und nach claimen. Dann gehen wir weiter zu Tyco. Hier ist jetzt auch der erste Trailblazer Airdrop live. Auch hier einfach Wallet connecten, euren Airdrop einsammeln. Dasselbe gilt für Puffer. Auch hier Wallet connecten, wenn ihr bei Puffer aktiv wart, euren Airdrop hier letztendlich einsammeln. Dann kann man ab morgen seine sogenannten ASR bzw. Active Staking Rewards für Jupiter checken. Also wenn ihr Jupiter Token gestaked habt, dann solltet ihr hier morgen einen Airdrop bzw. eure Staking Rewards bekommen. Dann gehen wir weiter zu Grass, denn hier gibt es den finalen Airdrop-Checker ab morgen, den 21. Oktober, in dem dann letztendlich auch diese Bonus-Epoche hier unten noch einkalkuliert ist. Und bei manchen gab es noch dieses Sybil-Thema, beziehungsweise wurden noch Allokationen eingepasst. Also morgen wartet, bis der offizielle Airdrop-Checker gepostet ist und dann könnt ihr hier eure letztendliche Allokation einsehen. Der Token tradet weiterhin beispielsweise im Pre-Market bei BitGet ungefähr um diese 1 Dollar rum, also ist zu erwarten, dass das Projekt circa mit einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar launchen wird. Dann gehen wir weiter zu den News. Scroll hat auch seinen Snapshot gemacht. Hier wird es auch einen Airdrop in Kürze geben. Mal sehen, wie dieser ausfällt. Nächstes Thema, Fuel ist in seine zweite Phase des Punkteprogramms reingegangen. Das unter anderem Partnerprojekt von Celestia bzw. einzelne Teammitglieder hier sind in Fuel mit drin. Fuel hat einiges in Funding eingesammelt. Ich habe dazu auch schon ein eigenes Video gemacht. Und dementsprechend, wenn ihr hier bereits Kapital eingezahlt habt, das euch Punkte verdient hat, solltet ihr dieses Kapital jetzt bridgen, um das Maximale rauszuholen. Natürlich Link unten in der Videobeschreibung dazu. Dann gehen wir weiter zu dem zweijährigen Bestehen von Aptos. Hier gibt es jetzt ein sogenanntes Commemorative NFT, das man minten kann, sollte man dementsprechend machen. Letztes Mal gab es hier sehr, sehr schöne Rewards dafür. Allerdings dieses Mal sind natürlich schon wesentlich mehr NFTs gemintet worden. Wenn ihr auf Aptos sowieso aktiv seid und vielleicht einzelne Protokolle nutzt, um für den zweiten Airdrop zu farmen, sollte man dieses NFT definitiv mitnehmen. Das vorletzte, das ich habe, ist von Infinix. Sollte man hier seine sogenannten GPs migrieren, auch das alles im Twitter-Post mit drinnen, auch unten in der Videobeschreibung. Und das letzte, wenn ihr auf D-Bank aktiv seid, hier gibt es wieder einige Badges zu minten für verschiedene Airdrops, die in letzter Zeit ausgeschüttet wurden. Auch diese einfach alle minten, um vielleicht für einen zukünftigen Rabby bzw. D-Bank Airdrop gerüstet zu sein. Das war's schon für heute. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, gerne einfach unter das Video oder am besten, um sich auszutauschen, zu uns auf dem Community Discord kommen. Wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Wenn es euch heute gefallen hat, gerne auch einen Daumen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.